unterwegs zu unbekannten Burgen. Burgen, von denen wir noch nie gehört haben. Fliegen mit euch zwischen Türmen und vorbei an Abort-Erkern. Trinken Kaffee am Supermarkt, schlendern durch Stadttore und schieben das Motorrad an. Wir sind unterwegs im Leipziger Burgenland. Ganz im Süden des Leipziger Burgenlandes wartet die Augustusburg. Der Blick schweift über sanfte Hügel bis zu den Höhen des Erzgebirges. Drinnen warten alte Motorräder und jede Menge Staatskarossen auf uns. Wir starten bei sonnigem Wetter. Kaum aufgestiegen, steigen wir schon wieder ab. Tanken. Super heikel. Also es wäre für mich keine Erholung, wenn die irgendwas mit. Ja. Ah, jetzt geht's auch.
Alleine die Durchfahrt durch die Anlage zeigt die gewaltigen Dimensionen. Ein Jagdschloss wie aus dem Bilderbuch. Schloss Augustusburg. Errichtet wurde das Schloss von 1568 bis 1572 auf dem Schellenberg. Dort unten auf dem Schlossplatz bin ich gefühlt über 100 Meter weit gefahren, von Torbogen zu Torbogen. Und doch brauchte es nur 4 Jahre, um diese Anlage zu errichten. Das Schloss auf dem Berg ist kilometerweit sichtbar und es wird deswegen auch die Krone des Erzgebirges genannt. Mit einem Jagdschloss dieser Dimension unterstrich der Herrscher natürlich seine dominante Stellung über die Landesgrenzen hinaus. Und dieser Herrscher war Kurfürst August, nicht zu verwechseln mit August dem Starken. Er lebte von 1526 bis 1586, wo er in Dresden starb. Eine Vorderbastion mit Halsgraben sichert den Zugang zu dem Jagdschloss. Eine Reminiszenz an mittelalterliche Burgenbaukunst. Ich schlängel mich die Serpentinen durch Wald und Wiesen tief ins Tal hinunter und ich denke an die Besonderheiten dieses Schlosses. Das sind zum einen die Schlosskapelle, aber ganz besonders auch die übrigen Schätze im Inneren dieses Museums. Wer hätte ein Motorradmuseum in einem Schloss vermutet? Eine Harley Davidson von 1927. 275 Kilogramm schwer, Höchstgeschwindigkeit 105. Wahnsinn. Hier noch einmal die Harley Davidson ohne mich. Und gleich daneben wartet schon eine feuerrote Indien. Es gibt wirklich alle erdenklichen Motorräder. Welche mit Glubschaugen und andere, die noch nicht wissen, ob sie nun Motorrad oder Auto sein möchten. Bei anderen sieht der Seitenwagen wie ein Torpedo aus. Viele Motorradmarken sind mir gänzlich unbekannt. Was nicht weiter verwundert, denn mit Autos und Motorrädern kenne ich mich eigentlich nicht besonders gut aus. Und dann steht da auch noch mein ganz persönliches Lieblingsstück. Eine MZ von 2004, die wohl nie in Serie ging. Ein paar Schritte weiter beginnt das Kutschenmuseum. Bei einigen Modellen hat man das Gefühl, dass eigentlich nur noch der Trauerflor fehlt. Auch eine Kinderkutsche darf nicht fehlen, aber der Star der Ausstellung ist die königlich sächsische Staatskarosse.
Wir finden, Schloss Augustusburg ist einmalig. Nicht nur außen, sondern auch im Innern. Und wir verlassen dieses Schloss mit unseren vielen Eindrücken und genießen noch einmal die Aufnahmen aus der Luft.